Muchachos, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da und heute ein Video, was mir ganz besonders am Herzen liegt, eine Reaction. Und zwar habe ich den lieben Tom Supreme für seine Fitness-Challenge vorbereitet. Und wie der Junge das Ganze durchgezogen hat, ja, darüber wollen wir im heutigen Video sprechen. Vielleicht auch, wie es dazu kam. Wir wollen mal auf sein Video reacten, dass wir beziehungsweise er über die 90 Tage Transformation gemacht hat. In diesem Sinne, ab da, rein da und viel Spaß. Push! Komm, push, push. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken und genießt die Show, denn der Junge ist auf jeden Fall gestorben in dem Training. Aber einfach, muss man sagen, für einen YouTuber, wo ich mir dachte am Anfang, oh Gott, der bricht nach 3 Tagen safe ab, muss ich sagen, Respekt. Hoch, hoch. Komm, und die letzte. Auf, kämpf. Mal machen das Frauen, aber. Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, ihr denkt euch wahrscheinlich, was macht dieser Typ? Da sehe ich ihn gern beim Sonderzuschlag machen. Ich muss ja ehrlich gestehen, das Video ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Ich habe es mir noch nicht gegönnt, aber ich habe tausende von DMs bekommen auf Insta. So viele Nachrichten, wo man mich dann anschreiben und finden kann zum Coaching. Vorab, ich coache nicht. Ich habe mich diesem Projekt angenommen, weil ich einfach mega Interesse dran hatte. Und der Tom auch, das Video, wenn ich jetzt ausholen würde über unser Kennenlernen und alles, würde das den Rahmen sprengen. Aber wir haben uns definitiv sehr gut angefreundet, mittlerweile echt ein Freund geworden, was ich nicht von vielen Leuten so in der Szene oder generell im YouTube-Game sagen kann. Und dann dachte ich mir auch, komm, ich glaube, der Junge ist hungrig und ich ziehe mit dem gemeinsam durch, beziehungsweise bereite den vor. Und ich sag mal so, die Resultate sprechen für sich. Ich werde bestimmt irgendwann mal ins Coaching wieder reingehen, solange das nicht der Fall ist. Gibt es bei Gymkey auf jeden Fall meine aktuellen Olympiapläne, Pläne, die ich dort reingestellt habe, geschrieben habe, die man danach trainieren kann und nachmachen kann, auch die Ernährungstools. Aber Freunde, für ein ganzes Coaching, wie es jetzt bei Tom der Fall war, mit WhatsApp und allem, fehlt mir einfach die Zeit als Profisportler und deswegen bitte ich da um euer Verständnis. Auf dem Fahrrad, ich sag euch eine Sache, Freunde. Es gibt eine Zeit in deinem Leben, Digga, da fühlst du dich einfach fett, du fühlst dich hässlich, fühlst dich unmotiviert, irgendwie läuft dein Leben nicht richtig und all diese Sachen machen dich einfach nicht mehr glücklich. Ich sag euch ehrlich, Freunde, genauso ging es mir vor knapp 3 Monaten und ich habe dort jemanden kennengelernt und zwar Urs, der mein Mindset komplett auf ein neues Level gebracht hat. Ich habe Urs auf einem Event kennengelernt und er hat gesehen, dass ich eine eingekauerte Haltung habe, dass ich nicht richtig am Start bin, dass ich den Fokus verliere. Und Freunde, ich sag euch eins, Urs hat mich auf ein neues Level gebracht. Ab dem Zeitpunkt hat Urs mir einen Trainingsplan gegeben. Boah, Junge, direkt schon emotional hier am Morgen, aber ja, einfach Gänsehaut. Nee, ich muss sagen, kennt ihr das manchmal, wenn ihr so einen Raum betritt und es sind nur Fische da, aber dann kennst du so einen, der so auch dieselbe Frequenz auf derselben Wellenlänge schwingt und das war bei diesem Influencer-Event in Hamburg der Fall, wo wir waren. Haben uns dann gemeinsam Roast Beef gegönnt und uns den ganzen Abend eigentlich unterhalten. Auf einer Homo-Basis, unsere Freundin waren auch dabei, aber deswegen cool, dass du es auch so siehst, Mann. Der mein Leben komplett verändern soll. Und ich habe dort mit Urs angefangen zu sprechen und Urs hat sich meine Probleme angehört und hat mir eine Lösung gebeten. Leute, ich habe das Gefühl manchmal, dass viele Leute Scheiße über dich erzählen, dass sie dich runterbringen wollen und dass sie einfach nicht sehen können, dass du scheinst, Digga. Wenn jemand euch versucht klein zu machen, reißt diese Scheiße ein und fickt den. Urs meinte zu mir, wenn jeder dich fallen sehen will, dann gib alles, Digga, und zeig ihm, dass du jedes Mal wieder der Beste bist. Das hat mich so... Amen. Junge, geil, dass der sein Mindset so geändert hat, dass du dein Mindset geändert hast, Tom. Ich bin da echt stolz auf dich, weil genau so ist es. Und wiederum, wer das geschnallt hat und wer sein Mindset so positiv verändert hat, der soll die Gelegenheit auch nutzen, das anderen weiterzugeben. Deswegen habe ich ihn gesehen und habe gesagt, ey, da ist Potenzial drin, der Junge muss aber anfangen umzudenken und er hatte seine Probleme und ich glaube, nicht nur die Transformation vom Körperlichen, die am Ende zwar krass aussieht, aber ich bin viel, viel stolz auf das, was im Kopf passiert ist. So motiviert, Freunde. Ich habe mir geschworen, ich habe mir mein Herz geschrieben, dass ich diesen Trainingsplan durchziehe und alles so auseinandernehme. Ich zeige euch mal meinen Zustand, wie ich am Anfang war. Leute, ich hatte ein dickes Gesicht, aufgeplustert. Ich habe nach den ersten Trainingseinheiten haben meine Augen gefühlt Einfach good old skinny fat boy war Tom. Muss man sagen. Also war keine Muskulatur dran, sondern nur Fett. Er war jetzt nicht übertrieben fett, aber es war so einfach skinny fett. Blutet, weil jede Ader da drin geplatzt ist. Ich war fett im Gesicht. Mir ging es psychisch überhaupt nicht gut. Ich bin joggen gegangen, Digga, und nach 5 Minuten musste ich aufhören, weil ich nicht mehr konnte, Digga, weil mein Herz nicht drauf klarkommt. Und ich habe gemerkt, was für eine verweichlichte Pussy ich bin, Digga.
und dass ich endlich was ändern muss an meinem scheiß Verhalten, damit ich wieder zu neuer Motivation finde. Das hat man auch einfach extrem gemerkt in seiner Haltung auch. Das hat er ja vorher schon angesprochen, aber das war echt das Krasseste, wie sich die Haltung verändert hat. Ich sag's euch, als wir dann trainiert haben und er den Formcheck gemacht hat, andere Aura, und das macht euch nicht nur die Männer, auch die Frauen zum ganz, weißt du, da müsst ihr euch nicht kümmern um die neue Schminke, die ihr kauft oder irgendwelche freshen Klamotten oder so. Ihr könnt auch ein fucking, was weiß ich was, ein dreckiges Unterhemd anziehen, solange eure Haltung, euer Respekt gegenüber euch selbst da ist, anders. Der Trainingsplan beinhaltet, dass ich jeden Tag mich verpflichte, 30 Minuten auf diesen scheiß Fahrrad zu gehen. Am Anfang, Digga, deine Beine brennen, es ist immer nur du gegen dich selbst. Ich war am Schwitzen, ich konnte heulen, Digga, so abgefuckt hat mich das. Der Sonderzuschlag, man kennt ihn. Diese Leute, wie die dich angucken, aber es ist am Ende scheißegal, Digga, weil ich habe ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel, Digga, reiß ich mit all dem, was ich habe, ein. Und das hole ich mir. Guck dich jetzt im Spiegel an, Digga. Guck dich an. Guck deinen verfetteten Bauch an. Und überleg dir, ob du diese Version bist von dir, die du sein willst. Wenn du es nicht bist, Digga, dann geh fucking raus. Geh aufs Fahrrad. Trainier deine Muskeln, Digga. Und bekomm dein Leben endlich geschissen, Digga. Weil ich schwör's dir, der Rest ist einfach. Wenn du diese Kacke hier schaffst und alles anpasst, dann ist der Rest scheißegal, Digga. Und diese Pisser, die sich da die ganze Zeit dich auslachen werden, dass du fett bist und im Fitness. Niemand, der erfolgreich ist, lacht jemand aus, der gerade auf der Reise ist, erfolgreich zu werden. Amen. Das Ziel von dem ganzen Ding war, für meinen Körper, wie ihr sehen könnt, Fett zu verlieren, dabei die Muskelmasse so gut wie es geht zu behalten und vielleicht sogar aufzubauen. Und genau da habe ich angesetzt und das habe ich die ersten 8 Wochen durchgezogen. Das Coole ist, wenn man genauso aussieht, dann funktioniert so eine Body Recomp auch ziemlich, ziemlich gut. Also ihr könnt wirklich die ersten zwei Trainingsjahre Körperfett aufbauen und Muskulatur sogar aufbauen. Es gibt auch ein paar interessante Studien dazu, muss man sagen. Da muss man einfach nur das Kaloriendefizit nicht extrem wählen. Tom war auch so einer, das ist ganz lustig. Der war auf, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Kalorien, ohne jetzt tracken, ohne gucken. Er hat so gesagt, ja, ich will jetzt voll durchziehen und war dann so dieser Übermütige, der wollte auf irgendwie 1.000 Kalorien und eine Stunde Fahrrad. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Man muss das Ganze peu à peu gestalten und so haben wir es nämlich geschafft, eben richtig geil Muskulatur zu erhalten, beziehungsweise sogar einen Tick aufzubauen und den Körperfettanteil extrem zu reduzieren. Irgendwann habe ich gesehen, dass meine Muskeln immer definierter werden, dass sich auf einmal Adern sich entwickeln, dass meine Beine größer werden, dass ich fitter werde, dass ich auf dem Fahrrad viel mehr schaffe. Und auf einmal habe ich richtig Motivation bekommen, habe die Kalorien noch mal weiter runtergefahren, um richtig shredded zu werden. Schritt für Schritt hat sich mein Körper verändert und ich sag euch am Anfang, die ersten Monate wird so gefühlt gar nichts passieren. Das Einzige, was ihr macht, ist, euch selbst zu challengen, stark zu bleiben und dann kommen auf einmal die Erfolge. Wenn ihr den ersten Monat durchhaltet, dann fängt dein Körper sich an zu adaptieren, dann verändert er sich, dann holt er sich das, was er braucht und verändert sich auch so, wie du ihn die ganze Zeit forderst. Der Trainingsplan bestand daraus, 5-mal die Woche trainieren zu gehen, das heißt Push, Pull und Beine. 1-mal Beine in der Woche und 2-mal Push und Pull. Die 2 Tage sind Rest Days. Zusätzlich habt ihr an den 7 Tagen in der Woche immer eine Fahrrad- oder Laufsession. Das ist unfassbar hart und am Anfang ist das vielleicht gar nicht umsetzbar, aber wenn ihr euch daran kämpft, bekommt... Das ist nicht hart, das ist geil. Kleine Unterbrechung an der Stelle, wenn euch das Video bzw. die Transformation von Tom gefallen hat und ihr selber auch mal was für euch und euren Körper tun wollt, in 12 Wochen das Maximum rausholen wollt, dann haben wir das Richtige für dich. Tom und ich haben beschlossen, gemeinsam ein E-Book für euch rauszuhauen, wo wir den detaillierten Plan, Trainingsplan, Ernährungsplan und Supplementplan für 12 Wochen für euch raushauen. Wenn ihr das Ganze abchecken wollt, schaut bei miracle-shop.de vorbei und sichert euch das E-Book. Let's go, checkt's ab. Das genau so hin. In diesen 90 Tagen war ich über 50 Mal auf dem Fahrrad. Und die anderen 40 Tage, die habe ich entweder mit Laufen verbracht, 10.000 Schritte am Tag, oder ich bin schwimmen gegangen. Den Tag habe ich meistens gestartet mit auf jeden Fall so einer Reispudding-Bowl. Da sind auf jeden Fall viele Früchte drin und ein paar Haferflocken. Wisst ihr, was das Geile war? Tom, anfangs immer in der Hood bei mir vorbeigefahren an den Block. Meinte nur so, ah, Bruder, hast du mir noch ein bisschen Whey oder Reispudding? Und dann den Junge da durchgefiltert. War richtig cool. Habe ich auch gerne so supported. Ich muss auch sagen, ab und zu fahre ich ins Studio und nehme auch mal so ein paar Booster mit oder so. Und wenn ich so junge Motivierte sehe, dann drücke ich dir mal den Sub in die Hand so und sage, ey, hast mal so gut durchgezogen die letzten Monate und dann
bin ich da ein bisschen wie der Santa Claus, aber das ist irgendwie was Cooles, weil der Sport, der hat mein Leben verändert. Ich sag's euch, ich wüsste nicht, wo ich da bin, also gar nicht im Sinne von Bekanntheit, Profistatus, solche Geschichten, sondern einfach nur vom generellen Leben her. Eine tolle Frau dadurch kennengelernt, beziehungsweise nicht dadurch, aber dadurch, dass ich halt vom Mindset mich so verändert habe. Und Mindset ist alles, ich sag's euch, das Ganze, was ihr erlernt in diesem Sport, die Disziplin, die könnt ihr in alle Lebensbereiche mitnehmen und euer Leben einfach zu einem besseren machen. Deswegen geht pumpen. Für extra Kohlenhydrate und noch Designer Whey, um auf eure Proteine zu kommen. Das ist am Morgen echt geil. Das hält euch auch lange satt, weil es ein bisschen Masse gibt. Dann, Leute, habe ich hier einen richtig geilen Protein-Wrap. Ich zeige euch mal, wie ich den zubereitet habe. Nehmen wir unseren Wrap. Dann habe ich hier mein Hertha Finesse angebraten mit Tomatenmark, Sojasauce. Bruder, ich habe gerade mies Hunger. Ich sag's dir, wie es ist. Ich dachte, wir schauen hier in der Transformation. Kein Full Day of Eating, aber ey, 7 Wochen, dann stehe ich auf der Bühne. Ein paar Gewürzen packen wir hier raus. Richtig geilen Krautsalat genommen, den habe ich vorher gepresst, dann ein bisschen mit Essig, dann habe ich da noch Tomate und verteile ihn hier. Tom, Bruder, ich würde mal sagen, auf so ein Dinner lädst du mich mal ein nach der Vorbereitung. Sieht ja köstlich extra aus. Extra Creaminess habe ich jetzt noch, Körnigen Frischkäse, 2,5 Gramm. Mit 1:1 zu Herrn Lamajum, Digga. Eure Geschmacksknospen werden sich irgendwann anpassen, Digga, aber das Teil knallt immer rein. Natürlich habe ich sonst immer mittags gegessen, einfach nur Reis, Chicken. Ich kann euch aber das Herz legen. Entweder mariniert euer Chicken mit Stärke, dadurch bleibt es schön saftig, oder ihr packt es vorher in Sojasauce ein, damit die Proteine auf jeden Fall gespalten werden und das ein bisschen zarter wird. Und sonst die Kohlenhydratquellen, wenn man hier immer Kartoffeln, Reis oder Süßkartoffeln und dann alles immer abschwenken. Eigentlich ist immer die gleiche Ernährung. Ey, jetzt nicht alle meine Secrets hier verraten. Wir sind zum Abend hin, Leute, der absolute Gamechanger, Digga. Magerquark mit Wasser anrühren und dann packt ihr Isoclear rein. Wenn ihr Isoclear Pfirsichgeschmack habt, ich schwöre euch, das schmeckt 1:1 wie Pfirsichjoghurt. Das ist der absolute Gamechanger, Digga. Magerquark macht Männer stark. Packt ihr euch noch ein paar Früchte rein. Zwischendrin sind auf jeden Fall noch mal geile Snacks, zum Beispiel Reiswaffeln mit hier. Proteinpudding, richtig geil. Auch noch ein richtig geiler Snack ist zum Beispiel auch, ihr kennt ja dieses Wassereis, Digga, die sind aber immer voll mit Zucker. Und ich habe mir jetzt Eis gebastelt, Digga, aus Wasser und Holy-Produkten. Ihr kennt ja schon die Holy-Produkte, die habe ich schon mal im Video dabei gehabt, Freunde. Das ist einfach ein Eis. Ich sag euch, Ernährung im Jahre 2024 ist einfach gar kein Verzicht mehr. Du kannst dir so geiles Essen machen, Mann. Ich will auch gar nicht, da willst du auch gar nicht cheaten, Alter. Da willst du einfach nur, wenn du den Skill hast, das ist aber auch wieder eine geile Sache. Ey, ich sag's euch, die Mädels, die Frauen da draußen, ihr könnt es bestätigen, die fahren einfach auf Männer ab, die auch kochen können, die sich gesund ernähren, die nicht nur irgendeine fertige Scheiße in sich reinballern, sondern auch mal mit einem Überraschungsdinner um die Ecke kommen können. Und das ist auf jeden Fall auch was ihr durch den Sport lernt. Also ist extrem, extrem geil. Die ohne Zucker, den ihr euch selbst zusammenrühren könnt. Und ich habe den jetzt in so kleine Dinger gepackt, habe das gefrieren lassen und ich lutsche die einfach den ganzen Tag zwischendurch, weil ich einfach die ganze Zeit Heißhunger habe, Digga, und einfach nur Bock habe, irgendwas Süßes in meinem Mund zu haben. Holy hat ja 3 verschiedene Produkte. Einmal ein Energy-Produkt ohne Koffein. Die haben eine New-Cuff-Methode. Weil hier, wenn ich früh richtig am Arsch war, Digga, habe ich mir schon nicht normales Wasser reingehauen, sondern immer das, Digga. Weil dann war ich auf jeden Fall direkt fokussierter. Diesen Eistee trinke, der schmeckt genauso geil, Digga, wie ein normaler Eistee. Aber ich habe keine Extrakalorien, die ich zu mir nehme und muss nicht die ganze Zeit Wasser trinken. Ihr habt hier außerdem noch viele Antioxidantien und Ballaststoffe drin, Freunde, die euch auf jeden Fall, wenn ihr so viel Sport macht, wieder voll auf Fokus bringen. Ich kann es euch nur an Herz legen, vor allem in dieser Fitnessphase, Digga, werdet ihr Bock haben auf süße Sachen. Und das rettet euren Arsch, Digga, weil ihr das Gefühl habt, was Süßes zu verspeisen, Digga, euch befriedigt, aber euch nicht fett macht. Das Supplements angeht, habe ich die normale Strategie einfach verfolgt. Isoclear, normales Whey, dann Kreatin, Vitamin D3, 2 Tabletten frühs, Omega-3, 4 Stück, 2 Ashwagandha, morgens und abends. Die Insta-Follower von mir, die wissen Bescheid, gell. Das hört sich noch nach dem Bären-Substack an. Ab und zu noch Magnesium und dann habe ich mir noch die Hydration-Geschichte von Holy nach dem Training reingehauen, um die Elektrolytspeicher wieder voll zu hauen. Wenn ihr jetzt auch mal die Holy-Produkte testen wollt, Code TOMSUPREME, könnt ihr nochmal 10% sparen oder mit TOMSUPREME 5 die Probierboxen testen. Die würde ich euch ans Herz legen. Testet mal die Produkte, die sind richtig geil, Digga, und ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Also es geht nochmal weiter, wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, ihr seht euch. Was ist das denn? Junge, Junge. Schon der größte und stärkste in Deutschland, Digga. Ach, Urs, was geht's? Bruder. Ich muss erst mal sagen, Urs hat mir sehr viel Motivation gegeben und wir gehen heute nochmal ins letzte Training rein. Es ist richtig, richtig hart gewesen, aber wir gucken auf jeden Fall später uns das Ganze mal an. Er trainiert mich heute und deswegen würde ich sagen, wir... Überall Gänsehaut. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber das hat mich wirklich mitgenommen. Ballern nochmal. Bruder. Geiler Brustpump. Siehst du das? Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut, weil ich bin normal nicht am Coachen, aber als ich Tom kennengelernt habe, hatten wir echt einen fetten Deep Talk und
Ich habe in dem Junge auf jeden Fall gesehen, okay, da steckt Arbeitswille drin, was ich bei vielen klassischen YouTubern, Influencern jetzt nicht so sehe. Deswegen habe ich mich dem Projekt gewidmet. Ich bin schon stolz, Digga. Ich bin schon stolz. Ja, hier oben die Fasern. Da mache ich mich warm, das reicht. Ja, da wurde in knackigen 45 Minuten komplett frittiert, aber seht selbst. Genau, hier oben rein. Ja. Hier langsam runter, langsam. Und raus, bam. Bei dem ist noch so viel Potenzial drin, also echt, das Training war noch sowas von ausbaufähig mit der Technik und allem, aber Sky is the limit. Jawohl. Ja, auf, jetzt geht's los. Komm, push weg die Scheiße. Easy. Ja, geht noch was, komm. Und raus. Ja, jetzt zählt's, das sind die wichtigen. Die macht keiner. Push. Komm, geht, ich bin da jetzt. Jetzt geht's los. Auf. Komm, und eine noch. Eine, langsam zurück. Und letzte, komm. Ich bin bei dir. Komm, 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 push, 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 push. Push, langsam runter. 5, 4, 3, 2. Du musst aus jedem Satz alles rauspressen, was geht. Alles. Okay, so hab ich. Dann braucht ihr auch nicht 15 Sätze Brust machen, sondern leichter weniger. Ich hab's trainiert. Nochmal rein. 4. Hoch. Raus. Push. 2. Schön. 3. Komm. 4. 2 noch. Push. Liegt das am Shirt, Alter, oder ist das schon hier hügelig geworden? Ich weiß es nicht. Und die letzte. Hol raus. Alles. Ich sag dir ehrlich, nicht einmal habe ich so trainiert. Oft, wenn man jemand dabei hat, dann geht man mehr an seine Grenzen. Wir sind sehr tief mit den Kalorien, muss man sagen. Wir haben nochmal richtig angezogen die letzte Woche, um Tom da in Bestform zu bringen. Mental, dein Körper sagt dir, Junge, ab nach Hause, bestell dir eine Pizza, chill auf der Couch so. Und da musst du dann halt durchziehen. Und das trennt die Spreu vom Weizen, aber das macht doch gut. Bam. Stark. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mach sie voll. Komm, Brust raus. Ja, ich bin bei dir jetzt. Komm, da geht noch was. Auf. Ja. Komm. Und die letzte. Auf. Push. Mein Blick einfach, ich war mit meinem Kopf gefühlt in seiner Brust. Komm, komm, komm. Langsam. Das macht mir eigentlich auch schon ziemlich Spaß. Ich sag's euch, hätte der Tag 40 Stunden, würde ich echt auch gern ein paar Leute so trainieren. Ab und zu mache ich das schon ganz gern, so nach dem Wettkampf oder so in Phasen, wo bei mir ruhiger sind, mache ich auch mal so eine Woche PT-Camp im Bunker. Aber das kommuniziere ich dann über Insta und mache das wirklich nur zu besonderen Anlässen. Aber irgendwie der Pädagoge kommt nicht aus mir raus. Wie der ein oder andere weiß, bin ich ja eigentlich Sportlehrer oder habe Sportlehrer gelernt, bevor ich durch Bodybuilding angefangen habe, mein Geld zu verdienen. Und das geht, glaube ich, nie aus mir raus. Ich habe immer schon gern Leuten irgendwie geholfen und Leute, die motiviert waren, versucht zu pushen. Also macht schon Spaß. Sehr stark. Oi, oi, oi. Stark. Jawohl. Ja, perfekt. Gib ihm. Ja. Ja, langsam halten. Zurück. Und halt in der Dehnung. Halt hier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, stretch out. 4, 3, 2, 1. Okay. So, das nennt sich hier das Pump Cover. Das wird jetzt gelüftet. Das ist immer der Geheimtipp. Nach, nach zwei Übungen kommt man schlafen. Noch nicht ganz da. Das ist halt auch so ein Ding. Tom war auf jeden Fall überlost, was seine Form angeht. Und dachte, da passiert gar nichts. Der wollte auch erst gar nicht sozusagen ein Show-off machen. Aber ja, da ist so krank viel gegangen. Ich bin echt begeistert. Ja. Zwei Übungen, so sag ich mal. Okay. Dehnen, ja. Sehr gut. Komm, Brust raus. Ja, sehr gut. 2. Ja, 3 noch. Komm. Push. Ja, auf die letzte. Hoch damit. Hoch, 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 hoch. Geh hier auf den Boden. Komm. Ja. So viele wie gehen. Auf, ich bin bei dir. Auf. Geht noch, geht noch, geht noch. Komm, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Komm, 2 noch. Auf. Komm, komm, hoch,
Und die letzte. Auf! Kämpf! Gönn ich dir nicht. Das ist schön an dem Sport, weißt du, der bringt dich immer wieder genau da, wo wir alle herkommen sollen, vom Boden. Seitheben, hä? Hoch, hoch, 5, 4, auf, 3, komm, 2, und Arnold is watching. Noch eine. Dann machst du noch eine. Jawohl, exklusiv hoch, bam. Ja. 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 Sehr gut. Komm langsam runter. Ja. Wow. Jawohl. Sehr gut. Training ist vorbei. Jetzt will ich aber wissen, was, und ihr bestimmt auch, was unter dem Tank am Start ist. Deswegen sage ich, wird Zeit für den Formcheck. Normal machen das Frauen, aber. Ich zeig euch mal meinen Zustand, wie ich am Anfang war. Mir ging's psychisch überhaupt nicht gut. Und dass ich endlich was ändern muss an meinem scheiß Verhalten. Krank. Ja, zieh nach hinten. Ist auch schön, es mir selber zu beweisen, wisst ihr? Es funktioniert. Junge. Stark. Nochmal Bauch. Luft raus. Ja, nice. Ja, der hat auf jeden Fall so jetzt von den 15, 16, 17% Körperfett auf schon 7%, 7 bis 8% reduziert. Also das ist ein richtig aesthetic Body geworden, oder? Was meint ihr? Schreibt's mal gern unten rein. Ja, das ist ordentlich freigelegt, also das minimale Fettschicht ist hier. Aber oben gar nichts. Okay, so. Sag mal, der Rücken einmal. Der Rücken finde ich feinlich. Ja. Das läuft. Stark, krass. Und jetzt. Guck mal, hier unten sieht man schon Christmas Tree. Es ist noch nicht Weihnachten, Freunde, aber Tom hat den Weihnachtsbaum. Schieb die Ellenbogen hier vor. Und jetzt hier Spannung drauf. Ja, drück nach unten, wie als würdest du ein Kind zu machen. Aber lass die Ellenbogen oben. Ja, nur den Latt anspannen. Den Latt kann ich rein. Ja. Ja, jetzt zieh mal hier wie rudern, von vorne die Arme, nach hinten. Ja, zieh nach hinten. Das sieht krass aus. Boah, Streifen. Hier in den Latt kommt schon Streifen rein. Richtig ja. Geil. Jetzt Hände hier rein. Das ja, das ist schwierig. Ja. Net spread. Aber stark. Das hat man schon krass gesehen, das nach hinten ziehen. Ich krieg überall Krämpfe im Arsch. Trotzdem runtergeschreddet. Geisteskrank. Ich würde sagen, die Fitness-Challenge, die ging an Tom und nicht an irgendjemand anderen. Geisteskrank. Was soll ich euch sagen? Da hättet ihr euch mal den richtigen Coach suchen sollen, Jungs und Mädels der Fitness-Challenge. Aber man will ja nicht auf den Bären hören. Nee, Spaß beiseite, aber Tom und ich, wir sind auf jeden Fall gute Freunde geworden und das freut mich am allermeisten daran. Auch ich tue mir schwer, Leuten zu vertrauen und so, und da einen Buddy zu finden, ist was Cooles, Mann. Ich würde sagen, Fitness-Challenge Deutschland, Winner, Tom Spring. So habe ich mich aber auch noch nie gesehen. Ich habe, ihr müsst wissen, Crank Pumpkin. Grizzly Shreds, Kreatin, Vitamin D3, Ashwagandha, die letzten 3 Tage nur Cardio. Und wisst ihr, was das mir sagt? So, der meint es einfach ernst, der zieht einfach durch. Und das fasziniert mich, weil sowas könnt ihr in alle Lebensbereiche mitnehmen. Und es geht über Fitness hinaus. Und wenn man wirklich was will, kann man das erreichen. Der Junge hatte gar nichts. Ich habe ihm Reispudding gegeben, Whey gegeben, habe gesagt, Junge, hier, Starthilfe, gib Gas. Mach was draus, und den Weg ist er selber gegangen, wie schon gesagt, hat nicht locker gelassen, hat jeden Tag Gas gegeben, egal ob auf Reis, no fucking excuses gegeben. Wenn du fit sein willst, vor allem leistungsaktiv sein willst, dann kann das dir kein Geld der Welt kaufen, und das macht euch besonders, das macht euch einzigartig, und deswegen feiere ich auch den Lifestyle und den Sport so sehr, und ihr solltet damit auch anfangen. Und mach Brust. Ja genau, spann alles an Arme auch. Ja, hier oben anspannen und dann den Arm höher hältst und jetzt hier durchspannen wie Butterfly. Ja, du willst es vielleicht nicht so, aber ich muss den Bogen auf die Fitness-Challenge ziehen. Ich habe gesehen, viele haben da abgekackt, haben es gar nicht ernst genommen, und
Ist immer so ein bisschen, man belügt sich da selber. Ihr könnt alles erreichen im Leben. Wenn ihr zu Tom aufschaut und euch denkt, ey, ich will auch so coole Straßenumfragen machen wie der, ich will auch die Leute da draußen inspirieren, motivieren oder was weiß ich, unterhalten, ihr könnt das machen, Mann. Das ist auch nur ein, ey, wir haben so viel geredet in den letzten Wochen und Monaten. Das ist geil, Digga. Weil da das Gefühl, ich ihm jetzt die Motivation zurückgebe mit den Ergebnissen, das ist sehr lustig. Ja? Eigentlich war er die ganze Zeit immer, push mich. Nee, auch, aber es oft pusht auch mich gleichzeitig. Ja, das ist geil, Digga. Deswegen, das ist der Wild. Wie gehypt du auf einmal bist, Digga. Das ist der Wild. Safe. Morgen seht ihr mich, CSD. Ey, ich krieg aufs Maul. Ah, Abschied. Zeig's nochmal dicht, Digga. Oh. Jetzt, Digga, der hier. Der hat Sixpack auf seinem scheiß Quad. Ich weiß nicht, ob das von YouTube gebannt wird, aber wenn du das siehst. Ach du Mann, bin ich happy. Gerade noch die Stadt sehe, die hatte ich davon. Und das hat kein Bizeps. Und vergesst nicht, Freunde, mit Code TOMSPRM 10% auf eure erste Bestellung. Holt euch, holy. Das war's mit dem Projekt 90 Tage Fitness-Transformation. Tom und ich haben gemeinsam durchgezogen und haben es vollbracht. Wir haben die Fitness-Challenge gewonnen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir gern unten rein, was ihr von der Leistung von Tom gehalten habt und ob ihr auch durchziehen wollt und euer Leben verändern wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adios.